Nachdem wir uns jetzt erfolgreich für Turispo registriert haben, möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr ein persönliches Nutzerprofil oder ein Profil für den Tourismusverband oder das Unternehmen, für das ihr arbeitet, anzulegen. Zunächst allerdings als kleine Motivation hier ein Blick auf das Nutzerprofil von Pillerseetal Tourismus in Tirol. Man sieht hier schon, das Profil sieht schon relativ schön aus. Der Tourismusverband hat bereits 5 Wanderungen, 3 Bademöglichkeiten und hier 2 Radtouren eingestellt. Man sieht hier verschiedenste Bilder der Einträge, die angelegt wurden. Hier eine Übersicht der Einträge und es ist auch eine kurze Beschreibung der Urlaubsregion vorhanden. Okay, legen wir los. Das Ganze funktioniert durch Klick hier auf mein Profil und wir sehen hier schon die Vorlage, die uns schon zeigt, wie wir unser Profil einrichten können. Wichtig ist hier diese orange Sprechblase rechts oben. Dieses Element werdet ihr öfter auf Tourispo finden. Diese Editierbubble erlaubt euch immer, den Inhalt, den ihr gerade seht, zu bearbeiten. In diesem Fall also unser Profil. Klicken wir also einmal auf Bearbeiten. Und wir sehen schon, dass sich der Inhalt in editierbare Felder ändert. Zunächst möchte ich ein Profilbild hochladen, klicke hier also auf das Plus, dann auf Bild auswählen. Ich habe hier schon was vorbereitet. Jetzt sehen wir hier links, dass ich einen Quadratausschnitt wählen kann. Dieser Ausschnitt dient dann dazu, man sieht es hier schon, welcher Ausschnitt des Bildes angezeigt wird, wenn ich zum Beispiel was an eine Wall poste oder wenn ich einen neuen Eintrag erstelle. Das Panoramabild, der Panoramaausschnitt ist dann wichtig, wenn ich Bilder für die Galerie hochlade. Dazu später noch mehr. Wenn wir die Ausschnitte gewählt haben, einfach auf Speichern klicken und schon sehen wir hier, dass die Änderung angewandt wurde. Jetzt will ich ein Galeriebild hochladen. Ich habe es hier schon vorbereitet. Und jetzt ist der Panoramaausschnitt wichtig, den möglichst schön zu wählen. Klicke hier also nochmal auf Speichern. Und gebe zum Schluss noch hier ein paar Hobbys an. Musik und Wandern habe ich schon eingetragen. Radfahren gehört aber auch noch zu meinen Hobbys. Ein Klick auf Speichern schließt das Ganze ab. Und wir sehen schon, das Profil sieht gar nicht mal so schlecht aus, obwohl ich noch keine Einträge erstellt habe. Zum Schluss noch zur Erklärung hier der sogenannte Expert Rank. Wir wechseln nochmal ganz kurz zurück zu Pillerseetal Tourismus. Hier haben wir schon einen Expert Rank von 4. Ich starte natürlich mit einem Expert Rank von 0, bin noch Neuling. Dieser Rang ist eine kleine Motivation, um anzuzeigen, wie aktiv der jeweilige Nutzer oder der jeweilige Tourismusverband auf Tourispo schon war. Das heißt, je mehr Einträge ihr erstellt, je mehr Bilder ihr hochladet, je mehr Einträge anderer Nutzer ihr zum Beispiel bewertet, umso höher ist euer Expert-Rank. Okay, ich hoffe, das war eine kleine Hilfe, um ein Nutzerprofil bei Tourispo zu erstellen. Im nächsten Tutorial zeige ich euch noch, wie ihr neue Wanderungen oder Sehenswürdigkeiten oder Radtouren und so weiter und so fort bei Tourispo einstellen könnt.